Hello, Red Audio. Herzlich willkommen bei Smoke Wolkes Bastelecke. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, meinen Worten und den bewegten Bildern zu folgen. Es dreht sich heute um ein 40 Ampere MPPT Laderegler von der Firma Redodo, die mir diesen Laderegler zum Test zur Verfügung gestellt hat. Und wir werden es jetzt gemeinschaftlich auspacken. Und da würde ich sagen, Mats ab auf die Kamera nach oben und hier unten auf den Tisch. So, da seht ihr die Verpackung des MPPT Laderegler 40 Ampere. Und jetzt werden wir ihn gemeinschaftlich aus dem Karton befreien. So, ihr seht hier endlich mal, was mein Herz befreut. Das ist eine Anleitung in Deutsch. Mein Gott, was habe ich in dem letzten Jahr an Produkte gekauft für Solar und alles immer in Englisch, wo man die Hände über den Kopf schlägt und nicht weiß, was vorne und hinten abgeht, wenn man so wie ich eine alte Knifte ist und kein Englisch kann. So, dann würde ich sagen, hier ist noch eine Angabe Installationsschritte für die Verwendung von Montagewinkel. Ah ja, kommen wir dann aber gleich zu. Das ist einmal ein Temperaturfühler, den man benötigt. Ich meine, gelesen zu haben, nur wenn man Bleibatterien hat. Und hier ist so ein Klebepad, da zieht man dann ab und klebt das dann auf der Batterie fest. So, brauchen wir jetzt auch nicht, legen wir auch beiseite. Und jetzt würde ich sagen, ich befreie den mal aus dem Karton. Uiuiuiuiui. Der hat ja auch richtig mal auf dem Kasten hier. Wieder weg. Nichts von Montagewinkel zu sehen. Ich denke, dass ich eine Vorabversion bekommen habe und bei dieser Vorabversion, naja, hat man vergessen, die Montagewinkel reinzulegen. Wollen wir mal schauen, was ich euch so alles zeigen kann. Hier seht ihr einmal Anschluss plus minus plus minus plus minus. Das heißt also, hier kommen die Solarpaneele dran, da kommt die Batterie dran und da ist ein Ausgang, wird beschrieben mit Load. Kann man also eine Deckenbeleuchtung dranhängen, wenn sie denn gleichspannungsmäßig betrieben wird und maximal, ich habe jetzt schon nachgelesen, vorher 20 Ampere. Oder aber man hängt daran ein Relais und dieses Relais schaltet dann eben 220 Volt bzw. 230 Volt Wechselspannung. So, dann haben wir hier ein Display. 1, 2, 3, 4 LED-Anzeigen. Das wird wohl beim Einschalten blinken und dann irgendwann anhalten, wenn er den MPPT der Solarmodule getroffen hat. Hier die Batterie, da den Ausgang und hier eine Warn-LED. Wenn irgendein Fehler auftritt, dann blinkt das Ding und dann weiß man, huch, da ist was kaputt
Schauen wir mal, was die Software uns so anzeigt in der Anleitung, was man da für Fehlermodi hat. Wir drehen das Ganze mal um. Eieiei, da ist eine Schraube. Könnte man gegebenenfalls den PE anschließen, um dann diesen auf den Potentialausgleich zu legen. Ein wahnsinniger Kühlkörper, schätze mal 10 mm und 6 mm Bohrung. Das Problem ist das Ganze, wie wollt ihr den an der Wand schrauben? Die Löcher sind verdeckt. Ich meine, ich weiß, wie das geht. Naja, aber wenn man die Haltung hat, ist das einfacher. So, gucken wir uns mal die Schablone an. So, die Schablone passt genau drauf. Das heißt also, die Löcher, die hier angegeben sind, sind dann nicht von den Montagebügeln, sondern von dem und den Flansch. Das heißt, ihr baut ein 5 mm Loch, setzt eine Schraube rein mit Maschinenkopf, am besten 8 mm, weil ihr müsst ja hier durch. Ne? Das heißt also, wenn da jetzt die Wand ist, ihr habt da die 4 Schrauben drin, dann müsst ihr, ja, so rum, muss ja seitenverkehrt denken, so, und dann müsst ihr das so darüber und dann zieht ihr den, klack, zieht ihr runter und dann bleibt da eine Wand hängen. Ganz einfach. So, legen wir jetzt beiseite und wir gucken uns mal das Handbuch an. So, hier einmal die Seite, kann ich auch mal ein bisschen näher holen, ups, damit ihr das mitlesen könnt. So, vielleicht hier auch noch, ne, ist hell genug. So, das heißt also, nach oben hin solltet ihr einen Abstand einhalten von mindestens 10 cm. Und hier unten von 20 cm, damit die Luft da zirkulieren kann. Ne? So, da seht ihr die 4 Halter, die hier in meinem Lieferumfang nicht dabei waren, weil das ein Vorabmodell ist. So, wenn ich jetzt hier nochmal drauf gucke, ist nichts viel anderes. Für die Verwendung von Befestigungslöchern. Ja, und hier von den Montagewinkel. Naja, wenn sie denn dabei wären. Ich weiß nicht, ob die original dabei sind. Werde ich aber dann gegebenenfalls im Kommentarfeld einen Hinweis geben, ob die dabei sind oder nicht. So, hier ist die Bedienungsanleitung. Der Richtler ist für 12 Volt, 24 Volt. Maximum PowerPoint Tracking MPPT. So, da ist einmal Bluetooth. Kann man mit dem Handy abscannen. Dann downloaden. Und dann kann man den ganz einfach über Handy einstellen. Hier sind die Maße. 245 mm, 180 mm, 82,5 mm die Höhe. Da habt ihr auch die Bohrungsangaben, lag ich ja fast richtig, 5 mm oben und 10 mm hier unten. Die Abmessung des Kühlkörpers Loch zu Loch 138, Breite Loch zu Loch 226. So, und hier steht's.
Batterie-Settings, Lithium 12 Volt, Lithium-Eisenphosphat-Batterie, 12 Volt, 24 Volt, 40 Ampere, maximaler zulässiger Ladestrom 20 Ampere. So, hier sind einige Sicherheitshinweise, die man lesen sollte. Ich lese sie jetzt nicht vor, das würde sonst den Rahmen der Zeit sprengen. Hier ist einmal Zubehör. Da ist der Temperaturfühler mit dem Bett, habe ich euch gezeigt. Hier die Ader-Endhülsen sind nicht dabei. Hier zumindest bei mir, betone ich nochmals, hier sind die Montageklemmen auch abgebildet mit den Abmessungen. So, hier sind wie jeder bei einer Bedienungsanleitung die Tastenbelegung, was die anzeigen, LCD-Anzeige, Bedientasten, LED-Anzeige, BV, Batterie, Laut, Fault, Temperatur, Fernsensoranschluss für Bleisäurebatterien, Solarpanel-Anschlüsse, wie ich gerade schon gesagt habe, da hier nochmal den Abstand mit der Aufhängung. Hier sieht man nochmal die Winkel. So, hier der Hinweis, da sollte man sich tunlichst dran halten. Hört jetzt genau zu. So, einmal die Sonalpaneele, die Batterie, also die unteren, die Anschlüsse, AWG 7. Für den Lastausgang steht AWG 10. Das heißt also, in allen Anschlüssen passt AWG 10 Kabel rein, obwohl für die Batteriepaneele ist ausreichend AWG 7. So, dann einmal für die Sonarpaneele Batterie 48 Volt bis 60 Ampere. 48 Ampere bis 60 Ampere. Und beim Lastausgang 24 bis 30 Ampere, da wäre ich vorsichtig. Wobei bei den 48 bei 60, das bezieht sich mit Sicherheit auf 12 Volt oder 24 Volt. So, hier Anschluss mit der Batterie. Man dreht erstmal los und dann erst den Minus und dann den Plus. Da seht ihr es an zweiter Stelle den Plus. Das gleiche passiert auch bei dem Lastausgang. Da macht man auch erst den Minus, dann den Plus. Solarmodule auch wieder. Erst den Minus, dann den Plus anschließen. Und ganz wichtig, zuerst die Batterie und dann die Solarmodule. Am besten geht man hin, man deckt die Solarmodule ab oder aber man macht einen Schalter oder einen Sicherungsautomat dazwischen. Gescheiter wäre ein Sicherungsautomat. Man legt den auf Null und dann könnt ihr getrost in dem Rechner anschließen. Erst die Batterie, dann die Paneele. Und die Paneele, genau wie die Batterie, absichern dementsprechend, was ihr für ein System habt. Ob ihr 12 Volt habt oder 24 Volt habt. Dementsprechend müsst ihr euren Sicherungsautomat wählen. Ne? Ich habe zum Beispiel 24 Volt und ich habe 160 Ampere von der Batterie zur Steuerung und von dem Lader zur Batterie habe ich 63 Ampere abgesichert. So, hier wird dann einiges gezeigt vom LCD-Display. Hier nochmal die einzelnen Funktionen, Anzeige, Status, DC-Last, Batteriestatus, Einstellung der Schnittstelle,
Fehler, Systemspannung, die Einheiten, DC-Last, Batterie, Solarladung, hier dann nochmal die Tastenfunktionen, die unterhalb des Displays sind, hier Umschalten der angezeigten Informationen. Dann hier kann man, das ist der erste Taste unterhalb der Anzeige, den kann man drauf drücken, dann kann man gleich die Batterieart wählen und hier in späterer Reihenfolge die Werte ändern. Programmieren des Lastmodus. So, dann noch einmal hier die App für Tandy. Dann eben auch, wie das aussieht, das Monitoring auf dem Handy. Hier auch schön beschrieben, wie man vorzugehen hat beim Einstellen. Und nicht so wie bei anderen Reglern, alles in Englisch, wo man die Hände über dem Kopf schlägt und nachher nicht weiß, was man macht. Und dann kann es in die Hose gehen. Hier steht es nochmal, nennen Ladestrom 40 Ampere, der Laststrom 20 Ampere. Dann hier steht 600 Watt für 12 Volt und 1200 Watt Paneele für 24 Volt. Dann Parameter des Laders, Umwandlung, Wirkungsgrad 97%, MPPT, Tracking, Wirkungsgrad 99,9%, Tastaturkombinationsfaktor 3 Millivolt zu 0 Grad Fahrenheit oder Zahlen 2 Volt Standard. So, Betriebstemperatur minus 35 bis plus 45, Schutzgrad IP32, also der Laderegler hat nichts draußen zu suchen. Dann nochmal die Abmessung, die Einstellung für die einzelnen Batteriearten, die man wählt, die man von Hand auch variiert einstellen kann. Und am Ende Fehlersuche, wenn in der Anzeige ein Fehlercode steht von ECO 00 bis ECO 14, alles beschrieben, was man kontrollieren muss, wo ein Fehler denn sein könnte. Kommen wir jetzt zu der App. Ihr seht, da ist sie installiert. Klicke ich drauf, dann geht die App auf. Jetzt muss ich der App sagen, wo sie sich einloggen soll. Hier werden dann die Bluetooth-Geräte eingezeigt, die man halt in der Umgebung hat, die man installiert hat, die man nutzt. So. Zack. So, hier wird sofort angezeigt. Ich habe vorab schon eingestellt auf meine Bleibatterie. Im Originalzustand ist Lithium-Eisenphosphat eingestellt. Und ich zeige euch das hier so. Hier sind die normalen Einstellungen. Hier kann man erstmal entsperren, bestätigen und dann die Systemspannung, Batterietyp, dann sind hier einige Werte, die sich dann je nachdem, wenn sie in Betrieb ist, der Laderegler hier dargestellt werden. Und hier klickt man jetzt drauf, Benutzer definiert. Oh, jetzt habe ich mich irgendwo verklickt, also das gleiche nochmal. So, jetzt hat er es auch genommen. Er sagt, 12 Volt ist die Systemspannung, also die Batterie, und der Batterietyp eben benutzermäßig eingestellt. Hier kann man jetzt entsperren.
sagt dann bestätigen. Und jetzt könnte man hier die Lithium-Eisenphosphat nehmen, SCL, FLD und Gedel. Und ich habe ja Benutzer definiert, weil ich meine eigene Einstellung habe, um halt eben die Batterie nicht so stark zu belasten. So, jetzt gehe ich hier rüber. Wenn man das alles eingegeben hat, bestätigt man und schon geht die Luzi ab. So, es ist nicht viel Sonnenschein draußen, es kommt momentan nicht viel an. Dann hat man hier einige Daten. Spannung, der MPPT-Status momentan ist gegeben. 100%, ja, meine Batterie ist quasi fast voll. So, es wird zurzeit 16,49 Ampere. Die Spannung beläuft sich auf 13,1 Volt und Leistung ziehe ich momentan raus, 205 Watt. Mein Computer ist angeschlossen, mein Monitor etc. pp. So, Last habe ich noch nicht, soweit bin ich noch nicht. Ich weiß auch noch nicht, was ich damit steuern werde. Man hat ja viele Möglichkeiten. Wichtig ist eben dann, hier, das sind dann die Zwischendaten, die einem gezeigt werden. Da ist dann die höchste Spannung, die ich bisher hatte, die niedrigste Spannung, die Ladungsmenge, Entladungsmenge und maximale Ladeleistung 306 Watt. Also es ist sehr übersichtlich, die App funktioniert soweit sehr gut. Ich kann mich nicht beklagen. Und das Wichtigste, alles in Deutsch, wunderbar beschrieben in der Anleitung, wie man alles installiert. Also quasi im Grunde kinderleicht. Ne? Wie oft lese ich in Foren, die App funktioniert nicht, kann mir da einer helfen, bla bla bla. Also die App einzustellen ist wirklich kinderleicht. Kommen wir zum Fazit. Also ich kann sagen, ich bin begeistert. Ihr seht, vier Bilder, die ich zwischenzeitlich immer gemacht habe, wenn ich mit der App, mit den Einstellungen zugange war. Und ihr seht beim ersten Bild, da hatte ich nur den Batterietyp angegeben und habe den Rest auf Auto gestellt. Bei dem zweiten Bild hatte ich mal so zwischenzeitlich, da hatte ich auch richtig Leistung rausgezogen, hatte ich dann mal kurzzeitig Klick gemacht, weil ich auch sehen wollte, wie die Spannung reinkommt von den Modulen und habe dann immer zwischendurch auch Messungen gemacht mit meinem Multimeter. Und ihr seht, ihr könnt Diagramme abrufen, inwieweit sich da tagsüber die Daten verhalten haben, mal mehr Sonne, mal weniger Sonne, mal zugezogen. Also man kann eine Menge mit der App machen. Der gerne damit rumspielt, kann mit wachsender Begeisterung alles ändern. Und wer nicht so ist, stellt das Ganze, so wie ich beim ersten Bild habe, auf Automatik und dann ist alles bestens. Ein Warnhinweis, ganz, ganz, ganz wichtig. Ob das jetzt bei dieser App ist, ob das beim Inverter ist, wie auch immer, da sind Werte eingetragen in puncto der Tiefentladung. Ganz, ganz, ganz wichtig. Es ist zum Beispiel
auch hier in der Bedienungsanleitung angegeben. Muss ich eben jetzt blättern, habe ich auch nicht so ganz im Kopf. Obwohl ich mich damit die letzten Tage wirklich intensiv mit beschäftigt habe. Die Entladespannung steht bei meiner Batterie 11,1 Volt. Bei Gel auch 11,1 Volt. Also die Tiefentladespannung, die Grenze von 11,1 Volt, ist viel zu tief. Also das solltet ihr auf jeden Fall manuell ändern und bei Bleibatterien auf 12 Volt stellen. Weil das mag die Batterie nicht, bis auf 11,1 Volt tief entladen zu werden. Das geht 10 Mal gut und dann plötzlich ist die Batterie kaputt. Ansonsten kann ich nur den Daumen nach oben geben und sagen, top, ich bin von dem Laderegler begeistert. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, ich bedanke mich fürs Zuhören, wünsche euch noch einen schönen Tag und wer auch immer sich den Laderegler zulegen möchte, unten unterhalb des Videos, da stehen Codes, die man nutzen kann, um ein paar Euro günstiger zu kriegen und ihr unterstützt meinen Kanal. Tschüss, bye bye, winke, winke, sagt eure Diane, die Smokewolke und tschüssi und weg, bis dann, bye.